ولا تقربوا الزنا und nährt euch nicht der Sinne. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا. Denn dieses ist eine Abscheulichkeit und ein übler Weg. Manch einer könnte sagen, warum sollen wir uns der Sinner nicht nähern? Sie möchte, er möchte, wo ist das Problem? Warum steht die Religion hier dem entgegen? Weil Allah klar sagt, dieses ist eine Abscheulichkeit. Und wenn Allah das als Abscheulichkeit bezeichnet, dann kannst du nicht mehr kommen und sagen, beide sind doch damit einverstanden. Wenn Allah Azza wa Jal eine Sache als abscheulich bezeichnet, dann ist deine Aufgabe als Muslim zu sagen, das ist wahrlich eine Abscheulichkeit und dass du dich davon fernhältst. Wir haben keine eigene Logik in dem Sinne, wie Leute das verstehen und sagen, ja, ich mache, was ich will. Nein, Allah hat dich erschaffen und deine Aufgabe ist, dein Leben nach der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal auszurichten.